Es geht wieder los. Die neuesten Limited Editions landen in der Drogerie und wir haben heute eine LE, die mich ziemlich stark verwirrt. Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es am Titel, ihr habt es im Thumbnail gesehen, ihr habt es auch schon erahnt. Es geht weiter mit Limited Editions aus der Drogerie und wir haben die Metaphase LE von Catrice. Die ist jetzt neu in die Drogerien gezogen. Ich habe sie online gekauft, einfach weil ich nicht nur die Hälfte kaufen wollte, sondern ich wollte, glaube ich, habe alles, oder? Außer die Nagellacke mitgenommen, die übrigens sehr, sehr hübsch waren. Neue Limited Edition. Und ich bin ehrlich, ich fahre gleich mit der Tür ins Haus. Ich habe die online gesehen und dachte mir, sah ehrlich gesagt ein bisschen billig aus. Aber, als ich dann in der Drogerie ankam und mir die Sachen angeguckt habe, beziehungsweise als dann die Palette hier ankam, war ich überwältigt von dem Feeling in der Hand. Kommen wir gleich zu. Wir testen sie heute und ich schaue mal, was wir Schönes damit machen können. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass diese Woche für euch deutlich, deutlich besser wird. Es ist Sonntag. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Irgendwie, ich habe Kopfschmerzen. Heute ist so ein Sonntag. Heute ist ein Sonntag. Eigentlich gehöre ich aufs Sofa. Wir haben keine Zeit für Sofa. Deswegen machen wir mal einen schönen Look. Ich denke, heute wird es ausgefallen. In der Kollektion sind neben den Nagellacken ein Primer, ein ja, sehr spannender Highlighter Face Glaze Pot, Lippenprodukte und diese Lidschattenpalette. Und den Primer habe ich tatsächlich auch eben schon ausprobiert, bevor ich meine Base gemacht habe. Und war erstmal so ein bisschen überrascht. Er kommt ja in so einem geswirlten Look, ne? Wir haben so drei verschiedene Farben: Lavendel, Blau und Grün. Und das soll ein Color Correcting Glaze Primer sein, in der Farbe Cyber Aesthetic. Packaging fühlt sich gut an. Ich liebe Color Correction Primer. Ich schwöre ja auf diesen hier von Neo Makeup. Allerdings ist das was ganz, 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 ganz anderes. Der kommt farblich raus und korrigiert auch. Der hat so eine Deckkraft. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut erkennen. Der wird so ein bisschen heller, ist dann. Ja, er passt sich natürlich nicht der eigenen Hautfarbe an, aber er korrigiert durch diese leichte Deckkraft natürlich ein paar Farben. Der Metaphase Primer von Catrice ist nicht ganz so ein Color Correcting Primer, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er kommt nämlich auch bunt raus und zwar auch recht deckend, wenn er so als kleines Würstchen rauskommt. Aber sobald du ihn ausblendest, verschwindet diese Color Correction Eigenschaft recht stark. Ein ganz, 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 ganz kleiner Müh bleibt. Was es aber macht, und dafür gefällt es mir sehr, sehr gut, das ist wie so ein Hauch an Wasser auf der Haut. Der ist super, super wet, hinterlässt auch so ein leichtes, feuchtes Gefühl auf der Haut und so einen ganz zarten Glow. Ich vermute, dass das so ein indirekter Color Corrector ist, der durch diese Pigmente, die ja nicht so dicht ist, wie beispielsweise hier in dem von Neo Makeup, nur so ein bisschen korrigiert. Eher visuell als physisch. Völlig in Ordnung. Muss man aber wissen. Also wenn du starke Rötungen hast, dann ist das, glaube ich, nicht der Primer, um deine Rötungen abzudecken damit. Aber wenn du eine trockene Haut hast, dann ist es definitiv etwas Gutes. Was ich daran feststelle, ist, der ist sehr, sehr stark parfümiert, was ich persönlich nicht schlimm finde. Er riecht nach Melone. So ein bisschen Wassermelone, Schrägstrich Honigmelone. Verfliegt aber auch dann im Laufe der Zeit, ne, sobald du ihn ausgeblendet hast, ist der Geruch weg. Funktioniert sehr, sehr gut mit Make-up. Ich habe jetzt ein Make-up benutzt, was ich persönlich nicht so schön finde. Einfach um zu schauen, ob eine Foundation, mit der ich nicht so gut klarkomme, mit diesem Primer gut klarkommt. Hat gut funktioniert, würde ich also auch definitiv wieder benutzen. Ist, glaube ich, so ein Schätzchen, wenn man eine wirklich sehr, sehr trockene Haut hat, kann man den benutzen. Und wenn man so einen Hauch an Farbkorrektur haben will. Ich kann mir vorstellen, dass man den sehr, sehr gut mit einer wasserbasierten Foundation mischen kann. Dadurch wird die Textur natürlich ein bisschen leichter. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlecht und ist auch mal was anderes. Ich habe nur die Kollektion gesehen und dachte, hey, das ist doch Essence, ne? Also so thematisch, wenn wir uns jetzt beispielsweise die neuen Produkte aus dem Sortiment anschauen, die ja sehr, sehr erwachsen geworden sind, ne? Es ist alles recht beige, es ist alles so ein bisschen erdtonlastig. Ist das eine LE, die ich eher bei Essence gesehen hätte? Auch von den Farben her der Produkte selber. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schlimm. Mein Gott, sie gehören natürlich auch zusammen. Und wenn es bei der einen Marke nicht passt, dann kann man es vielleicht in die andere Marke oder zur anderen Marke geben. Völlig in Ordnung. Was ich persönlich aber noch nicht im Gesicht ausprobiert habe, ist der. Oh Gott,
meine Augen sind so schlecht geworden. Meta Face Highlighter Face Glaze Pot in der Farbe Virtual Glow. Kommt in so einem ganz klassischen, ganz schlichten, einfachen Töpfchen, hat aber auch hier dieses holographische, reflektierende Deckelchen. Ist extrem viel drin. Hier sind 20 Milliliter. Das ist eine Menge, Freunde. Das ist mehr als ein Concealer drin hat. Kommt mit so einer Schutzkappe, die ich jetzt auch mal abnehme. Und ist eine extrem spektakuläre Farbe. Das ist, sieht so stelle ich mir, das kann ich nicht sagen, so stelle ich mir, wenn ein Einhorn niest, so stelle ich es mir vor. Das ist extrem. Also, das ist ein krasser Swatch. Du kannst ihn ausblenden. Es fühlt sich so ein bisschen gelartig an. Eine ganz spannende Textur. Und du kannst ihn recht gut verteilen und hast dann so einen Hue. Kann ich mir sehr, sehr gut auf der Haut, auf dem Körper vorstellen. Es ist eine Sauerei, ne? Also das Packaging ist eine Sauerei. Musst du wissen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen hier was, weil ich glaube, dass der sehr intensiv sein wird. Und den tupfe ich mir jetzt einfach nur mal hier so leicht rüber. Und dann sieht er auch nicht mehr so verunsichernd aus, ne? Ich finde, auf der Hand, wenn du ihn so kompakt hast, ist schon viel, ne? Ist schon sehr silbrig, sehr rosa, sehr blau. Ist es aber schön. Du musst ein bisschen aufpassen, weil der so ein bisschen die gesettete Base vielleicht infiltriert. Aber eine spannende Farbe. Ich finde es ja mal ganz cool, wenn Brands mit so besonderen Produkten rauskommen. Hat schon was. Ich kann mir den ehrlich gesagt ein bisschen besser vorstellen als Primer oder als Grundlage für eine Foundation. Also wenn du wirklich ein bisschen mehr nimmst. Vielleicht probieren wir das nochmal die Tage. Ne? Also richtig schön ausblenden und dann die Foundation rüber. Weil der wird auch so ein bisschen sticky. Ne? Kannst du natürlich auch punktuell so ein bisschen als Highlighter benutzen. Ist aber eine Kollektion eher für sammelnde Mäuse. Ne? Also für Make-up-Enthusiasten. Nicht für Make-up-Anfänger oder Make-up Liebhaber, würde ich sagen, sondern wirklich für Mäuse, die gerne spektakuläre Produkte benutzen, weil das ist natürlich, es sieht aus, als hätte ich gerade einem Einhorn ein Küsschen gegeben. Ich mache mich mal kurz ein bisschen sauber. Also ich würde ihn auf eine noch nicht gesettete Base auf jeden Fall setzen. Auf eine gesettete Base funktioniert es, muss halt wirklich nur ein bisschen vorsichtig sein. Hat so ein paar bläuliche Pigmente, die natürlich immer recht schön aussehen können, auch durch dieses Pink. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, wie man das Produkt am besten benutzt. Finde ich aber eine süße Sache und du hast halt extrem viel, ne? Und wir wissen alle, was jetzt kommt. Limited Edition Meta Face Lip Glaze. Das sind, dreimal dürft ihr raten, pH Reacting Lippenprodukte. Ich schaff's nicht mehr. Ich kaufe sie trotzdem immer, weil ich sie natürlich euch zeigen möchte. Ich habe aber Hoffnung, dass sie farblichen Unterschied machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es kommt am Ende des Tages dreimal dieselbe Farbe raus. Wir haben einmal Virtual Kiss in der lilanen Verpackung. Das Füßchen ist spektakulär. Das ist, ist einfach nur ein Stück Plastik, aber ganz spannend geformt. Riecht ebenfalls so ein bisschen nach Melone. Ich swatch mal alle nebeneinander. Jetzt sehe ich einen ganz, ganz feinen Unterschied. Sollte auf den Lippen, glaube ich, aber keinen großen Unterschied mehr machen. Ich glaube, da geht es wirklich nur so ein bisschen um die Intensität. Ich muss dazu sagen, ich finde pH-Reacting-Produkte gut, wenn sie die Lippe einfärben. Weil sie dann wirklich auch einen Effekt haben. Wenn das nur ein Gloss ist, der farblich reagiert, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ihr seht schon, ne? Also es wird alles schon in dieselbe Richtung gehen. Ich nehme jetzt mal den Lip Liner Manhattan von Catrice aus dem neuen Update. Spektakuläre Farbe. Und ja, okay, es ist alles dreimal dieselbe Farbe. Würde ich jetzt behaupten. Also, ihr braucht nicht alle drei. Und so ein bisschen staint es auch ein. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Lila hin. Das finde ich die schönste Farbe aus der Kollektion. Das Füßchen ist ganz besonders. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist wirklich nur ein Stück Plastik. Aber dadurch kannst du natürlich super präzise das Produkt auftragen. Es fühlt sich auch eher an wie ein Lippenöl. Ultra glossy. Und mit so einem braunen Liner ist es dann okay. Ich bin kein Fan von pH-Reacting-Produkten. Habe ich jetzt 27.000 Mal. Aber ich sage es immer wieder dazu. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Und irgendjemand muss es kaufen. Regelmäßig. Sonst würden die Produkte nicht immer wieder zurück in die Drogerie kommen. Deswegen qualitativ. Sehr, sehr spannend. Hat auch einen schönen Look. Mich stört ehrlich gesagt so ein bisschen das Blau jetzt hier aus dem Highlighter über den Lippen. Da würde ich ihn vielleicht nicht benutzen. Aber es ist, ne? Es ist eine
Es ist eine spielende Kollektion. Wir spielen jetzt ein bisschen mit Farben. Genauso wie mit der Palette. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als ich sie gesehen habe. Weil ich fand, das sah... Ich dachte, es ist eine Papierpalette in so einer Form. Ist sie aber nicht. Die fühlt sich an... Also, hättest du mir die jetzt blind gegeben und hättest gesagt, oh Maxim, was ist das für eine Palette? Hätte ich gesagt, Urban Decay oder... Weiß ich nicht. Hätte eine teure, teure Brand sein können, weil sie extrem schwer ist, extrem stabil. Es ist hartes Plastik und du hast Haptik. Ne? Haptik ist natürlich nochmal immer teurer. Also diese Wellen, die ihr hier seht, die spürst du auch. Und dann hast du da drin diese reflektierende Folie. Unglaublich schön. Ich gucke mal, ob ich es euch einblenden kann. Sie hat mich so ein bisschen an eine Palette, ich glaube sogar von Urban Decay erinnert. Auch farblich oder von Anastasia, ich weiß es nicht. Ist eine spannende Palettenzusammenstellung, die ich so jetzt auch in der Drogerie zumindest noch nicht gesehen habe, weil die Drogerie ja meistens immer so ein bisschen gediegener ist. Hier haben wir aber 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Farben drin. Ich blende euch hier auch natürlich mal ein paar Swatches ein. Was mir direkt aufgefallen ist, ist die zweite Farbe. Das ist nämlich kein Puder-Lidschatten, sondern das ist ein Creme-Lidschatten. Das ist wie so ein Eye-Topper. Das wäre natürlich krass. Den auf dem schwarzen, matten Lidschatten raufgetoppt, ist wirklich nur ein Topper, ne? So wie aus meiner Palette, ist nur ein Topper, hat keine farbige Base, sondern eine durchsichtige Base und dann diesen Ton. Du hast halt sehr, sehr viele Schimmertöne mit drin, ne? Wir haben 1, 2, 3 matte Shades und 6 bzw. 7 schimmernde Töne. Aber auch hier in vielen verschiedenen Texturen. Und ich glaube, dass man das auch ehrlich gesagt so ein bisschen als eigenständige Palette sehen sollte, sondern vielleicht so ein bisschen als Ergänzung. Ich finde aber, du brauchst noch eine dunkle Farbe dazu, um diese Hololidschatten zu benutzen, gerade wenn sie in diese dunkle Richtung gehen. Aber vor allem diese beiden Farben, ne, die schreien Weihnachten für mich. Du hast Duochrome Shades. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, was sie kostet. Catrice Preis, ne? Vielleicht ein Euro teurer maximal. Und dafür hast du spektakuläre Farben. Und das muss man wirklich echt mal sagen. Ne? Also auch wenn du sagst, das ist jetzt nicht dein Farbschema, um einen eigenständigen Look zu machen. Aber wenn du sagst, okay, du magst halt spektakuläre Farben, dann ist das, glaube ich, nur so eine Kopfsache, um zu gucken, okay, vielleicht will ich einfach nur diese Farben haben und muss da ja nicht aus der ganzen Palette einen Look machen. Schaut mal, ich habe gerade die Stoned Vibes gefunden. Daran hat sie mich, glaube ich, erinnert. Kommt dem recht nah. Du hast natürlich nicht dieselben Farben drin, aber von den Texturen her schon. Ich wollte jetzt hier aus der Rose Quartz Palette diese beiden Töne mit haben. Wir starten jetzt mal mit einem fluffigen Pinsel in diesem lila Ton und setzen uns den recht weit hier raus. Also wie gesagt, na, ich finde, dass man die als ergänzende Palette sehen sollte und nicht als eigenständige Palette. Schönes Lila, schön pigmentiert. Das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen meine Guideline. Und ihr kennt mich, ich hasse zwei verschiedene Looks auf zwei verschiedenen Seiten. Machen wir dasselbe. Es geht sehr schnell. Also ich probiere wirklich so wenig es geht innerhalb dieser Blendungen zu schneiden, dass ihr einfach seht, wie schnell man damit arbeiten kann. Ich bin jetzt nicht die blende Maus, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch hier eine Stunde lang sitzen und ausblenden. Ist aber nicht mein Ziel. Schöne Farbe. Jetzt könnte man natürlich einfach hier so diesen Schimmerton nehmen und aufs bewegliche Lid geben oder so einen Duochrome-Ton. Will ich jetzt persönlich aber nicht. Das ist ja ganz... Catrice hat was geändert. Ich kann es euch noch nicht zeigen, aber ich habe hier etwas mit 9 Produkten und da sind auch neue Töne mit drin und sie haben die Formulierung der Schimmertöne geändert und die sind jetzt der Natasha Denona Schimmertöne deutlich, deutlich, deutlich näher. Sehr, sehr, ich will nicht sagen ölig, ölig klingt immer so schlecht, aber super pigmentiert, sodass du sie kaum von den Fingern abkriegst. Ganz, 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 ganz spannend. Das seht ihr bald. Ich nehme jetzt noch meinen kleineren Pinsel, gehe jetzt hier in der Rose Quartz Palette in den Ton Mantra rein und setze mir den in die Lidfalte. Wechsle wieder zu dem Pinsel von vorher. Und jetzt muss ich halt ein bisschen ordentlicher ausblenden. Also bei so super dunklen Farben. Ich bin immer ein Freund davon, ein paar Abstufungen mit drin zu haben. Aber wenn ich von lila zu dunkelbraun gehe, ist der blendet natürlich immer nicht ganz so eindeutig ordentlich. Deswegen blenden wir jetzt hier einfach mal ein Momentchen lang.
Übrigens, der Spiegel ist spektakulär. Er ist riesengroß. Und jetzt wird's aufregend. Ich gehe jetzt einfach mal. Mit was gehe ich rein? Hier, mit dem hier, mit diesem Duochrome. Erstmal mit dem Pinsel. Funktioniert sehr gut. Ein bisschen Fallout habe ich natürlich. Schon spannend, ne? Gehe ich hier mit diesem goldenen Ton nochmal rüber. Mir fehlt so ein heller. Ich habe jetzt einfach diesen Ton und diese Töne hier mit reingemischt und habe schon krassen Effekt. Mir fehlt ein lila Duochrome, der ein bisschen mehr in die lilane Richtung geht. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt mal hier diesen roten Duochrome-Ton. Ja doch, der hat ja diesen Ton. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, bei Duochromes das abschätzen zu können, in welche Richtung das geht und dann auch hier wieder. Puh, ist schon wild, ne? Ins Inner Corner setze ich mir hier diesen Ton. Und dann meinen unteren Wimpernkranz, ne? Da geht's halt jetzt los. Habe ich jetzt keinen dunklen Ton? Den Lila. Das ist schon ein Look, ne? Also ich finde, dass die Farbzusammenstellung, um einen Look zu machen, mir persönlich gerade ein bisschen schwer fiel. Wahrscheinlich, weil ich aber immer noch so an diese Standard anknüpfe, ne? Ich hätte ja auch einfach diesen Ton nehmen können. Den Lila. Ausgeblendet. Dann hast du so einen pastelligen Look und dann einfach so einen Schimmerton hier mit dazu. Und hätte einen sehr simplen, einfachen lilanen Look gehabt. Diese Duochrome-Töne sind natürlich aber der Knaller. Und dafür, finde ich, brauchst du noch eine zweite Palette. Haben wir aber mittlerweile alle zu Hause, ne? Also du kannst ja wirklich so ein Grün in jeder Palette irgendwie finden oder einen dunklen Ton in einer anderen Palette. Ist eine sehr, sehr spannende Palette. Nicht unbedingt, um einen eigenen Look damit zu machen, aber um die Sammlung zu ergänzen. Und ich finde, die gesamte Kollektion ist eher für sammelnde Mäuse gemacht. Sehr, sehr spektakuläre Texturen. Auch dieser Gel-Highlighter, ich glaube, damit kann man schöne Sachen machen. Man muss so ein bisschen üben. Vielleicht auch in der Foundation mit reinmischen. In Kombination mit dem Primer, dann hast du einfach so ein... Das probieren wir jetzt nochmal schnell aus. Ja, komm, warte mal. Ein Pumpstoß, zwei von dem Primer, ein bisschen von dem Highlighter und eine Foundation. Wasserbasiert ist die hier. 1, 2. Nein, ist halt eine Spielerei, ne? Aber Make-up macht ja auch Spaß. So, und dann, krasse Sache. Wartet, Freunde. Ich habe ja Gott sei Dank noch ein bisschen Platz hier. Na, das ist dann schon eine Hausnummer. Super, super glow. Ich glaube, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Das ist wirklich wie so ein Water-Tint. Super glossy, so Glass-Skin-mäßig. So ein bisschen in die Cyborg-Richtung. Love it. Also man kann auf jeden Fall was mitmachen und das ist das Ziel, glaube ich, der Kollektion, man kann damit Spaß haben. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Kollektion gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Produkt auch schon zu Hause. Dann schreibt mir da gerne euer Feedback mit in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Schaut bei Instagram, TikTok und sonst überall vorbei. Ich danke euch, hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal.